Ja, moinsen und herzlich willkommen bei einem weiteren Online-Battle in Worm 2 mit 3 Kacknoobs. Hallihallo. Eigentlich müsstet ihr euch in dem Moment melden, aber es ist okay, dass ihr alle die Klappe haltet. Okay. wer spielt denn eigentlich gerade alles hier mit? Wir sind so viele hier im Discord. Na, so, ich nicht. Einmal der Psycho-G namens Matze. Moin. Der Ares, a.k.a. Tim. Servus. Und ich, der Angeltempler, a.k.a. Adrian. Darfst weitermachen. Ja, ist gut. Ich hab dir einfach nur zugehört und ich dachte mir so, ich lass den machen. Ich dachte mir nur so, ich bin fertig. Ich dachte mir einfach so, ich lass dich ausreden, ich lass dich machen, alles easy. Ja, Leute, seit einer Ewigkeit mal wieder ein Battle. Tatsächlich, okay, wir spielen hier mit dem neuen Open. Ist die Karte jetzt wirklich größer? Ja, die ist doppelt so groß. Sowohl in der Breite als auch in der Länge. Oh, du hast die falschen Nordostwinkel genommen. Eigentlich nimmt man immer den Winkel, wo man in der Mitte, also wo man nicht den Wald in der Mitte hat, sondern auf den Flanken. Oh, hat man doch nicht. Nein, der Oh mein Gott, welches dumme Kind. Ja, so, ich weiß schon, so, dann ich ist weiß auf den Flanken hier der Wald. Ey. Ich weiß schon. Ich weiß jetzt schon, dass mein Teammate Cam behindert ist. Auf jeden Fall. Bisher? Ich hab dich auch so. Also, es ist tatsächlich meine erste. Oh Gott, jetzt kommen direkt die Anschwerte! Ich weiß jetzt schon, warum ich das Spiel nicht mehr gespielt habe. So, ich muss es leiser machen. Ende der Aufnahme. Bleib, ich versuche hier was zu erklären. Anschwerte! Ich bin aber vorbei! Ey, ich hab mir nur so. Ja, also, ich. Zu Befehl. So, ist ja mega Meme, Alter. Alter, Ranen! Ja, ich komm doch schon. Plänkeln ist grundsätzlich aus. Was? Oh Gott, ist das angenehm. Nicht immer so. Früher hat man es einfach vergessen und dann kamen die an. Ey, ich laufe jetzt weg. Kommst du mal ein bisschen mehr zu mir? Also auf jeden Fall hat man das früher immer eingeschaltet und ja, komm hier, komm, Kuschelkurs. Nicht, dass du dich wunderst drum, die Steinschreuer haben eine Reichweite jetzt von 115. Aber ihr habt 5000 Sachen geändert, die unnötigen Bocken, ne? Die sind nicht unnötig. Aber die Steinschreuer raten schon immer 150, Fragezeichen? 15. Die haben jetzt weniger als Bogenschützen? Als normale Bogenschützen. Elite-Steinschleuder haben 135. Also alle, die über 300 kommen. Also die Reichweite variiert von Einheit zu Einheit. Eure Befehle, mein Herr. Also ich bin bereit. Gut, ich auch. Ja, ich noch nicht ganz. Oh, wow. Also ich sag jetzt schon Zuschauer, ich bin etwas hart erkältet, deswegen werde ich mich zwischendurch muten. Geht gleich los. Zu husten. Zu husten. ich wollte es mir vorher gesagt haben. Ich dachte mir vorher, ich muss trotzdem aufnehmen, aber ja. Ich sterbe. Guck mal, was spielst du? Alter, Tim. Ja, ja. Das hat wohl jetzt. Ein Angeltempler, ein Bruder. Hallo. Bruderkrieg. Bruderkrieg. Ja, ich wollte auch gerade Bruderkrieg sagen. Bruderkrieg ist live, Bruderkrieg ist live. Bruderkrieg ist da. Heißt das nicht Brüderkrieg? Nein, Bruderkrieg. Man sagt tatsächlich Bruderkrieg. Abgesehen davon ist das eine Referenz an Warhammer 40k. Der Name erklärt selber, worum es geht. Man spielt im Jahre 40.000, hat 10.000 Alienrassen und bla bla bla. Menschheit kämpft gegen die. Und da gab es einen riesen Bruderkrieg zwischen den Menschen. Okay. Mensch, ganz kurz erzählt, Menschen haben eine super Einheit erfunden, um sich zu wehren. Das wäre hier vergleichbar mit Spartiaten, nur auf Steroide. Und die haben da mittendrin angefangen, sich gegenseitig abzumetzen, wegen verschiedenen Ideologien. Ganz stumpf so erklärt, ohne irgendein Wissen zu haben. Ist doch schlau. Habe ich gut erklärt, Adrian, oder? Ich habe ehrlich gesagt nicht zugehört. Dummer Spaß, die Alter. Ey, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Mir wurde erzählt, Hopliten sind scheiße, deswegen habe ich direkt mal 6 eingepackt. Phalanx und Schildwehr sind dermaßen scheiße. Ich hab echt Business Timing. Welche Art von Phalanx ist scheiße? Ja, hast du. Schildwehr und normale Hopliten. Und was ist mit der Pikenphalanx? Ist die gut? Die ist an sich. Ich sag's mal so: Kacke. Du kannst mit dem Piken jetzt reinchargen. Aber wenn die Phalanx anders haben, sind leicht schlechtere Sets. Das heißt, Piken verhalten sich ungefähr so von Kampfverhalten wie in Wurm 1. Habt ihr nur den Rollmord? Dass sie halt nicht mehr sofort alles umbringen, was irgendwie vor die Lanze kommt, sondern dass halt ein bisschen mehr Zeit braucht. Wartet noch, ich will zuschauen. Ja, und sie verlieren gegen alles, was mehr kostet. Ich will zuschauen. Wir sind und schon das nimmt mir den Sinn von Piken raus.
Pieken sind nicht mehr kosteneffektiv. Ey, warum zieht ihr? Ihr spielt solche Spaghetti-Linien, das ist abnormal. Das geht gar nicht. Man kann maximal eine Viererreihe machen, Ruben. Oh. Spaghetti-Linien gibt's nicht mehr. Ja, seid doch, das was du. Ja, wir sind schon längst im Spiel, Clemens, zum fünften Mal. Ey, das ist trotzdem eine Spaghetti-Linie, was du da machst. Nur weil ich mich breit mache? Ja, vielleicht bist du breit, aber das hat doch jetzt nichts mit der Tatsache zu tun, dass wir spielen. Okay, darauf wollte ich jetzt nicht hinaus. Adrian, nur um Koks schnüffeln hier. Und am Kiffen. Ey, Adrian, ich verstehe echt nicht, warum du nicht aus deiner Sicht weiter rechts dich aufgestellt hast. Du hast ja zwar mehr Flankenmaterial, aber du weißt schon, dass ich fett den Linienvorteil habe. Söhne Karthagos, halt's Maul. Ich sehe ja noch nichts. Ja, das meine ich ja. Ey, ich sag dir, ich habe den Waldvorteil, du sagst mir, dass du nichts siehst. Nein. Der Gegner kann nicht, der Gegner kann nicht besser aufgestellt sein, als du, wenn der Gegner gar nicht es siehst. cleverer Move, Adrian. Also, ich hätte nicht gedacht, dass du so schlau vorgehst. Also, hätte ich echt nicht gedacht. Oh Gott, Mann, was der für... Ja, kennst du schon? Was spielt der denn? Ja, Flanke halt. Ja, Alter, dieses Schlachtfeld ist ja riesig. Ey, guck mal, wie der mich einkreist da. Ja, doppelt so großes Schlachtfeld. Ja, ursprünglich haben wir diese Infanterie-Regel gemacht wegen der Cover, damit die ein bisschen Platz zum Manövrieren hat, aber mittlerweile ist das ja richtig unnötig geworden. Ja, ist doch geil. Also mit vier Spielern hast du trotzdem noch Platz für die Kaff, ne? Ja, ja, das war ja auch der Sinn der Sache, warum wir das wir gehen beide nach vorne. Ausgesetzt haben. Komm, wir gehen beide nach vorne. Ich seh dich ja nicht mal. Ich sagte nur nach vorne. Nicht. Wir machen beide nach vorne, komm her. So ran, Junge. Ich bin's. Unreu dich, Boy. Muss los. Nee, ich muss nicht los. Oh, da hat er wieder Peltast mitgenommen. Look at me, I got Peltast. Look at me. Good luck. Du holst jetzt wirklich Flankeneinheiten und Tussi in den Kampf? Ich? Nee, der Peter. Ich sag jetzt schon, ich verliere das. Nee, ich falsche auch. Einstellung. Dann wird die Aufnahme halt gelöscht. Ja, genau. Was zur Hölle machst du mit Nobliten? Ja, das meine ich. Die Phalanx bringt nichts mehr. What the fuck? Siehst du jetzt, was ich damit meine? Hä, so lohnt sich Hopliten-Phalanx anmachen jetzt gar nicht mehr? Ja, ach, gar nicht mehr. Ich hab dir doch gerade die ganze Zeit gesagt. Ja, aber das ist gar nicht mehr existiert praktisch, ist doch auch irgendwie dumm. Ja, muss halt nachgemoddet werden. Ja, ich habe wieder einen guten alten Bomb-2-Bug. Meine Einheit, ich kann keine Einheit mehr. Den sind wir immer noch nicht losgeworden. Oh. Ich mach jetzt Phalanx an, ob du das Nutzers findest oder nicht. Egal, ob es mir das abnutzt. Nacke, wer bereit? Ey, Mann, Adrian, du kleine Hure. Den tut das nicht wahr. Das ist sowas. Oh. Ah, ne, okay. Du hast dich anders entschieden, alles gut. Oh, da kommen ja tankische Krieger. Ich sehe jetzt komplett verkackt. Ich sehe jetzt komplett kacke aus. Oh, das ist ja. Das ist ja. Komplett überrannt hier. Du ziehst durch.
Psycho. Was? Was? Ja. Mit deinem General. Gibt's eigentlich jemanden, der nicht... Ich hab den eingekreist und du schaffst zurück. Gehst einfach raus. So. Was? Eine Einheit kann nicht eingekreist sein, wenn du sie rausziehst. Hä? Warum nein? Scheiße. Help me! Help old noob! Jetzt hat er mich hier komplett überrannt. Adrian, das war nicht so, dass... Der kommt komplett von links, pass auf. Ja, moin! Bin ich ja richtig geil! Rum, guck dir das mal an! Hä, wo? Ja, wo denn? Wer unterstützt dich denn hier gerade? Ach so, ja, das sind, Ach so, ja, das sind meine geheimen Verbündeten. Das so, Adrian! Das sind Nebeneffekte. Ach so. Die Briten haben mich überrannt. Aber die Gaskrieger sind aber auch ein bisschen... Tötet nee. Einfach das, was sich Jen nennt. Geil, zu spät. Pass mal deine Flanke. Oh gut, jetzt... Hey Junge, ich bin schon am Mikro und Ende. Ich weiß nicht mal, wo mein Jen ist. So. Vor allem, ich find's so lustig, da hinten kommt noch so der Rest meiner Armee nach. Nur 4 Einheiten sind jetzt bis jetzt da. Ich bin komplett, das war jetzt nicht mein Bestes. Ich hab schon besser gespielt, das war jetzt... Das Gefühl kenne ich. Ja. Ey, Einheit, geh doch raus aus der Blütenphalanx, meine Fresse, Alter. Ja, gut. Du hast auf der Flanke gepennt, Adrian. Boah, ich hätte sogar meins gegen eins gewonnen, fällt mir gerade auf. Ich dachte die ganze Zeit, ich bin voll am Verlieren. Ich weiß nicht, was du dachtest, Adrian. Ich kann es nicht mehr einschätzen, nachdem der Tim mir mit Scatterskriegern in den Rücken geht. Ja, das war jetzt bei 2 Trupps. Guck dir an, welche Männer ich noch habe. Er hat die ganze Linie aufgeräumt. Guck dir das doch mal an! One versus one. I won. Look at me. I'm a winner. Look at me. Ey, ja, super. Ich kann noch einen Vierer rein aufstellen. Jetzt geht meine Kavallerie hin und macht. Was haben wir denn drei? Ja, nein. Meine Kavallerie hat jetzt so 2 Leute vorher und macht eine Viererreihe hinten raus. Das ist ja immer mega behindert. Ich krieg die Krise. Hauptsache. Junge, guck mal, meine kampanischen Kavalleristen. Bam. Oh, die haben sich wieder gesammelt, danke. Ja. Ey, lol! Die haben sich einfach gesammelt, nachdem ich die charge so. Ah, wir werden gecharged, Moralbonus. Moralbonus. Ja. Nein! Haut ab! Haut einfach ab! Ah, das war. Ich hätte das noch gewinnen können. Scheiße jetzt hier. Ich hätte das noch gewinnen können. Ach, jetzt mal. Hätte ich besser gespielt. Du kannst nicht verlieren, wenn du gut spielst. Nee. Grottig gespielt, ey, das war. Also Ruben, so die Kill-Differenz von uns beiden. Ich will ja mal hoch anmerken, dass meine kretischen Bogenschützen wussten, wo sie waren, nur wusste der Rest es irgendwie nicht. Das Beste bei meiner keltischen leichten Kampf, er rammt seine Thessalen rein. Was mach ich, dummer Noob? Seh das gar nicht. Erst als sie drin waren, ich so, okay und tschüss. Die einmal schatschen rein, die hauen sofort ab. Die waren sofort weg. Die haben nur zugeguckt, wie sie umgebracht worden. Ich hab noch nie so einen dummen Mikrofehler, Mann. Ich dachte mir nur so geil. Und meine anderen Adelskavalleristen jage ich einmal rein, kommt der mit 10.000 Torierspielen. Ey, Torierspielere können auch nur einen Kill machen. Ja, fuck you. Ja, sie können auch 0 machen. Ey, was ist hier passiert auf der anderen Seite hier, Zeige und Arme? Nee, das weiß ich. Darüber möchte ich nicht reden. Alter, nein. What the fuck? Wie hat dieser Speckkämpfer Trupp 0 Kills gemacht? Also er wird keine Munition vergoldet haben, deswegen frage ich. Nee, das weiß ich nicht. Ich bin einfach da jetzt überrannt worden. Diese Steppensperrkämpfer, die haben gar nichts zum Werfen. Ja, nein. Nee. Ich meine eher, dass hier Ares keine Munition an denen vergoldet haben wird. Das heißt, die werden nicht so klump geschossen worden sein. Wieso haben die Nein, Kills das gemacht? Waren Skatachs. Das waren Skatachs. Alter, guck dir die Oh ja, moin. Habe ich schon mal gesagt, dass Skatachs OP sind? Sind sie nicht. Sie sind auf 4 reduziert. Und man kann sie gut zusammenschießen. Man kann sagen, die waren doch mega. Keinen Scheiß. Und die sind auch die, nur Axt-Fraktion, die der alte Julian damals gemacht hat, waren alle mega leicht gepanzert und hatten alle voll die aggressive. War ja mit Absicht so. Übrigens, die Unit-Cut ist geil von denen, oder? Ja. Die habe ich gemacht, danke. Hast du gut gemacht. Danke. Aber bitte nicht nochmal.
Dummer Spasti, Alter. Du bist so, Junge, wenn ich deine Mutter hätte, ne? Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.